Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich bin Heiko Ulmer und begrüße Sie recht herzlich im Namen von Bellevue Asset Management zum heutigen Update-Call BB Biotech AG erfolgreich investieren in medizinische Innovation. Heute ist Montag, der 1. April um 14 Uhr. Mir zur Seite sitzt Dr. Daniel Koller. Er ist Leiter des Managementteams BB Biotech AG. Zu den technischen Einzelheiten. Dieser Call ist wie immer aufgezeichnet, sodass wir alle Teilnehmer auf stumm geschaltet haben, um die Hintergrundgeräusche so gering wie möglich zu halten. Die Präsentation und die Audiodatei wird im Nachgang allen bekannten Teilnehmern per E-Mail zugesendet, beziehungsweise auch in den kommenden ein, zwei Tagen auf unserer Homepage www.bellevue.ch beziehungsweise auf unserem YouTube-Kanal Bellevue Asset Management zum nochmaligen Anhören hinterlegt sein. Von der zeitlichen Komponente ist dieser Call auf circa 30 Minuten konzipiert, plus 5 bis maximal 10 Minuten zur Beantwortung Ihrer Fragen, die Sie über die intuitiv bedienbare Chatfunktion auf Ihrem Bildschirm an uns, zum Beispiel an mich als Moderator, richten können. Diese werden wir als dann entweder spontan oder zum Schluss der eigenen Präsentation beantworten. Nun, Daniel, die BB Biotech, der Aktienkurs, ist letztes Jahr 2018 bei minus 5,1% gestanden. Gegenüber der Benchmark ist das allerdings eine Outperformance von 3,4%. Die Wertentwicklung year to date per 28. März hat sich sehr erfolgreich entwickelt mit plus 21,2% und damit rund 7% vor der Benchmark. Worauf ist diese Wertentwicklung zurückzuführen und was treibt die aktuelle bzw. zukünftige Entwicklung? Ja, hallo zusammen. Ein Willkommen auch von meiner Seite. Heiko, besten Dank für die Frage. Ich glaube, grundsätzlich war der Jahresstart sicherlich sehr stark. Wir hatten ein schwieriges viertes Quartal in den breiten Märkten. Das hat dazu geführt, dass eigentlich fast alle Aktienmärkte positiv gestartet sind und BB Biotech hat ganz klar überproportional profitiert, weil wir im Verlauf von letzten Jahr unsere Portfolioallokation verändert haben auf vermehrt kleinere und mittelgroße Unternehmungen, ein, zwei Übernahmen in der Branche begleiten konnten, als auch natürlich dann gute klinische Daten. Und darauf werde ich dann gleich in der Präsentation mehr erwähnen und damit möchte ich auch schon auf die Präsentation überleiten, die Sie alle vor sich haben. Vielleicht direkt aufgrund der Zeitgründe gehen wir ziemlich zügig, vor allem durch die initialen Slides, weil viele die Gesellschaft schon kennen. Ich möchte anfangen auf Slide 3, eben ganz kurz einen Abriss über die Gesellschaft, das Team und die Performance. Dann zwei, drei Worte zur Biotech-Branche verlieren, bevor ich dann zum Anlageprozess und Portfoliostrategie überleiten werde, dort auch ein Beispiel erwähne oder zwei im Bereich dieser neuen Technologien und dann einen kurzen Ausblick und mit dem Investment Case für BB Biotech abschließen möchte. Zur Gesellschaft auf Seite 5 zu highlighten sicherlich in dem Sinne, dass wir eine der größten sind, die sich in diesem Markt bewegen, zumindest in Europa, mit ungefähr 3,7 Milliarden Assets under Management. Wichtig auch zu wissen, letzten Herbst gab es einen Einschluss in der Schweiz in den SMIM, also die Top 20 bis 50 börsennotierten Unternehmen, wo wir aufgenommen wurden, darüber haben wir uns sehr gefreut. Und auf der rechten Seite zwei Kennzahlen, eine gerade aktuell. Letzte Woche wurde die Dividende ausgeschüttet. Also da ist in dem Sinne die Geschichte vorbei. Aber wir planen schon mit der kommenden Dividende, weil der Verwaltungsratspräsident und seine Kollegen ganz klar ausgesagt haben, dass diese Dividendenpolitik sich weiterzieht. Und unten noch zu erwähnen, Total Expense Ratio 1,25% für letztes Jahr. Das setzt sich aus 1,1% Management Fee und 0,15% sonstigen Fixkosten zusammen. Die anderen Zahlen möchte ich aus Zeitgründen nicht in dem Sinne kommentieren. Auf Seite 6, den Verwaltungsrat oder Aufsichtsrat, wie es in Deutschland heißt, die drei Herren links sind schon viele Jahre dabei, der Dr. Hunziker als Verwaltungsratspräsident, Clive Minuel, der eine eigene Unternehmung in USA gegründet und hochgezogen hat und dafür sehr gut vernetzt ist. Der Klaus Strein mit all seinen Titeln indikativ seit eigentlich sein ganzes Leben lang ein klarer Mann der Medikamentenentwicklung und Forschung. Und auf der rechten Seite Dr. Thomas von Plant als Neuzutritt,
der ganz klar eher seine Stärken auf dem Kapitalmarkt und der juristischen Seite hat, wie es hier in seinem ganz kurzen CV dargestellt ist. Er wurde neu aufgenommen. Ziel ist von BBBiotech mit 5 Exponenten im 2020 anzutreten, also mit einer 5. Person, weil wir das aufgrund eben der heutigen ESG-Regularien so wollen, dass Audit, Compensation etc. dementsprechend getrennt werden können, dass dann 5 Personen hier vertreten sind. Und das Team auf Seite 7, da alles eigentlich sehr stabil seit vielen Jahren. Die oberen 6 Personen sind aktiv auf der Portfolio-Seite tätig. Felicia, Dallas und Steven, die hier aufgeführt sind, seit vielen Jahren arbeiten aus der Ostküste raus, aus den USA. Sie sind später, unser Portfolio ist eigentlich fast ausschließlich in den USA angelegt. Claude Mickelson arbeitet im Bereich der Investor Relations aus der UK heraus und Silvia Schanz und Maria Grazia Iten Alderuccio ebenso wie der Heiko und ich aus Zürich heraus. Zur Performance ein, zwei Worte. Auf Seite 8, auf der linken Seite sehen Sie die Einjahresperformance. Das ist jetzt rollend ein Jahr oder die letzten 12 Monate. Da sind wir ganz mehr oder weniger inline eigentlich mit dem Benchmark. Aber man sieht schon hier eigentlich, dass wir uns deutlich anders aufgestellt haben, haben eigentlich im zweiten Halbjahr eine deutliche Underperformance erlebt und jetzt wieder initial year to date eine enorme Outperformance und damit konnten wir den Benchmark wieder knapp überholen und sind auf hier sehr, sehr gutem Wege. 3 Jahre sehen Sie eigentlich sehr, sehr stark, in dem sind die Outperformance, die mit dieser unserer Strategie, die mittel- bis langfristig ausgelegt ist, erzielt werden konnte. Und auf der rechten Seite dann im 5-Jahres-Chart kommt hinzu, dass die Aktie deutlich besser performt hat, aufgrund dessen, dass man von einer Discount-Situation, von einer Abschlagssituation in eine heutige Mid-Single-Digit-Prämien-Situation sich entwickelt hat. Und worauf wir ganz stolz sind, ist auf dem Slide 9 zu ersehen, das ist eigentlich der Langzeitchart der BBBiotech seit Gründung inklusive der Dividende, das ist ein Total Return Chart, in dem wir unsere 15% erzielt haben in US-Dollar. Wenn Sie das in Schweizer Franken rechnen, wären das etwa 1,5-2% weniger, durch das, dass sich der Dollar über die letzten 20 Jahre fast immer abgewertet hat. Mit Ausnahme jetzt vom letzten Jahr, wo es mal wieder eine gewisse Dollar-Rally gab. Und hier auch ersichtlich, dass, wie gesagt, diese Strategie in der Mittel- bis Langfristigkeit sich vor allem gegenüber dem breiten Benchmark, dem Nasdaq-Biotech-Index, natürlich enorm unterscheidet, aufgrund dessen, dass in der Langjährigkeit hier x-mal der Benchmark massiv übertroffen wurde. Ganz kurz zur Branche. Auf Seite 11, das Slide kennen Sie schon, auf dem oberen Bereich oder der oberen Linie der Zeile die Treiber des Bedarfs, also die Medikamenten, der Medikamentenbedarf bleibt absolut ungebrochen, sei das über die Demografie, was eigentlich der einfachste Treiber oder der meist oder der breitest verwendbare Treiber ist, Lifestyle und Umwelt. Aber ich möchte hier in Erinnerung rufen, denken Sie an Krebstherapien oder Antibiotikatherapien. Heute haben wir die Situation, dass wir immer bessere Medikamente am Start haben, aber auch die wiederum nach einer gewissen Zeit ihre Wirkung verlieren, dass man hier eigentlich stetig und ständig neue Medikamente braucht, um eben vor allem die schwerwiegenden Krankheiten im Griff zu behalten. Und auf der untersten Zeile sehen Sie, was in dem Sinne zur Innovation führt. Da haben wir vor allem unten links diese Box highlighted mit den neuen Technologien. RNA-basiert, gentherapiert, zellbasiert, da werde ich auch ein, zwei Beispiele erwähnen. Da hat sich auch BBBiotech über die letzten paar Jahre ganz klar verbreitert. Diese Produkte müssen durch die klinische Entwicklung, durch die Behörden, in dem sind die FDA oder die EMA, zugelassen werden. Und in der Mitte im rosa Bereich highlighted Zugang zum Gesundheitssystem und Abdeckung. Vor allem im heutigen System natürlich, dass die Pharmacy Benefit Manager und die Versicherungsgesellschaften in den USA, aber auch die Regierungen und Staaten in Europa hier natürlich ein zentrales Mitspracherecht haben bezüglich Preisbildung und Preispolitik. Deswegen auf der rechten Seite auch diese neue Box, was auf uns zukommt. 12 können wir ganz kurz abhandeln. Links sehen Sie die Demografie, das ist nichts Neues. Wir sind jetzt bald Richtung 2020 unterwegs. Also in 5 Jahren werden wir ganz klar die Milliardengrenze überschritten haben mit den über 60-Jährigen. Wieso hat das Relevanz? Das sehen Sie auf der rechten Seite, indem dass viele der Krankheiten ganz klar mit dem Alter korrelieren. Sie sehen auf der X-Achse das Alter, auf der Y-Achse der Prozent
Prozentsatz der Bevölkerung, der dann von dieser Krankheit teilweise befallen ist. Zum Beispiel Krebs, drittoberster Braun, nicht so gut ersichtlich, aber sehen Sie, ab 50 Jahren steigt das Risiko scharf an. Und so ab 75 geht dann das Risiko wieder flach vorwärts, weil wenn man bis dahin nicht Krebs entwickelt hat, sinkt das Risiko stetig. Umkehrschluss zum Beispiel Asthma, eine Immunerkrankung, vor allem eine Kindeskrankheit, weil natürlich die Jugendlichen und Kinder hier das beste Immunsystem haben, auch wenn sie wollen das aggressivste Immunsystem, die Krankheit dann im Umkehrschluss beispielsweise sinkt. Und wenn man jetzt links steigende Population mit rechts eigentlich verbinden würde, ist ganz klar, dass hier die Anzahl der Fälle ganz klar steigen. Und wir wissen, das ist eine etwas deprimierende Statistik, wenn heute ein Junge geboren wird, hat er eigentlich ein 35-40-prozentiges Risiko, beispielsweise im hohen Alter dann an Krebs zu sterben. Das ist natürlich nicht unbedingt eine tolle Aussage, aber zeigt eigentlich ganz klar auf, wieso eben vor allem auch viele der Branchengrößen auf diese Thematik beispielsweise setzen. Auf Seite 13, ganz schnell, etwa 3,5 Billionen US-Dollar fließen in die Gesundheitsbranche hinein. Das sind fast 18% vom GDP. Und jeder, der Politik in den USA zuhört, hört vor allem eins, die Medikamenten oder rezeptpflichtige Medikamente seien der Haupttreiber oder einer der Kosten, der großen Kostentreiber dieses Blocks. Und wenn Sie auf der rechten Seite diesen Kringelchart anschauen, sehen Sie eigentlich, dass circa 10% wiederum dieses Healthcare-Investment in rezeptpflichtige Medikamente fließt, während eben etwa ein Drittel in die Krankenhausversorgung und 20% in ärztliche und sonstige klinische Leistung fließen. Der Split in Europa, Deutschland, Schweiz ist sehr ähnlich, natürlich auf tieferen allgemeinen als auch relativen Zahlen. Nichtsdestotrotz ganz klar hier unsere Aussage, das ist nur ein Teil des gesamten Gesundheitskuchens. Es ist weiterhin ein wichtiger Teil und wir, wie gesagt, fokussieren uns auf diese rezeptpflichtigen Medikamente als BBB-Tech und für uns deswegen von Essenz, dass wir glauben, dass eigentlich dieser Markt nicht unantastbar ist, aber auch viele Jahre geschützt bleibt und dass Innovation weiter bezahlt wird. Also das als essentielle Aussage. Dann ein bisschen mehr Detaillierungsgrad. Was ist jetzt gelaufen? Zum Beispiel letztes Jahr gab es 59 neue Produktezulassungen in den USA. Ein absolutes Rekordjahr. Und die Biotech-Branche hat von diesen 59 Medikamenten fast die Hälfte beigesteuert. Mehr beispielsweise als die großpharmazeutische Industrie und die sonstigen Spezialitäten und Generika-Hersteller, die es gibt. Also hier die Branche, die weiter Marktanteile gewinnt. Das sehen Sie auch auf dem zweiten Punkt, nämlich die globalen Umsätze, wo jetzt 2018 irgendwo um den Dreh von 140 Milliarden US-Dollar angekommen sind. Sie sehen, es hat eine Welle drin, aber aus unserer Aussage zentral für Sie, im Schnitt auf die 3 bis 5 Jahre rollend wächst die Biotech-Branche irgendwo high single digit bis low teens, also im tiefen zweistelligen Bereich. Und damit gewinnt man ganz klar Marktanteil gegenüber zum Beispiel der Pharmabranche, die eher im Bereich low single digit wächst. Und der letzte Punkt auf diesem Slide unten erwähnt, M&A. Die letzten Jahre hatten wir jeweils 2, teilweise sogar 3 Übernahmen, die wir begleiten durften. Für uns hat das Jahr natürlich mit einer ganz großen Nachricht gestartet, dass Celgene von Bristol Myers übernommen werden soll. Die Aktie hat gerade am Freitag wieder sehr schön performt, weil die ganzen ISS und Glass Lewis der Welt dem Deal zugestimmt haben und somit eigentlich ein bisschen vorweggenommen haben, was am 12. April passiert, nämlich dann, wenn Bristol Myers Squibb an der Generalversammlung die Zustimmung der Aktionäre holt. Für den Deal, ungefähr ein 90-Milliarden-Deal, da sehen wir weiterhin Upside in der Celgene-Aktie und die Transaktion ist erwartet, im dritten Quartal dieses Jahres über die Bühne zu gehen. Übernahmen gab es weiter im Sektor, nicht bei uns im Portfolio. Roche hat eine Spark übernommen, Eli Lilly hat eine Loxo übernommen, eine Biogen hat eine Nightstar übernommen. Wir gehen eigentlich ganz klar davon aus, dass im Sektor die Übernahmeaktivität ganz klar hoch bleiben wird und wie gesagt, die Prämien weiterhin sehr attraktiv. Und allen Large Caps, sei es Big Pharma oder Big Biotech, denen wir zuhören, eigentlich immer die gleiche Aussage, dass hier ganz klar weiter mit Aktivität zu rechnen sein wird. Und der Chart auf Seite 15 ist der Langzeitchart, eigentlich seit den 90er Jahren, wie sich die Branche im Bereich der Gesamtheit im Sinne des Verlustes oder des Gewinnes entwickelt hat.
sind die ersten 15 Jahre von Bietechs Existenz gab es eigentlich kumuliert Verluste. Das wurde dann weggemacht vor ungefähr 10 Jahren. Hat dann enorm zugenommen und sich jetzt die letzten 2-3 Jahre abgeflacht. Und hier sind zwei Faktoren schuld. Das eine ist Gilead, ganz einfach eine Firma, die mit Hep C von 0 auf 20 Milliarden in 2015-16 hochgeschossen ist und heute im Hepatitis C-Bereich wieder etwa 3,5 bis 4 Milliarden Umsatz macht, können sich den Einschlag auf die Profitabilität etwa vorstellen. Und der zweite Faktor ist, die ein oder andere große profitable Gesellschaft ist verschwunden. Auch das hat seine Spur hinterlassen, was Sie auf der rechten Seite dann sehen, 18, 19 bis 23 sind die Konsensusschätzungen, dass hier die Branche nicht nur bei den einzelnen Unternehmen, sondern vor allem auch in der Breite ganz klar sich eine stark steigende Profitabilität ergeben wird oder ergeben soll. Das sind, wie gesagt, die Konsensusschätzung der Sell-Side-Analysten. Wir sind hier ähnlich positiv unterwegs mit unseren internen Schätzungen. Dazu möchte ich dann gleich übergehen, wie investieren wir in dieses Universum. Mehrere hundert Gesellschaften, die börsenkotiert sind, im Fokusbereich gewisse Krankheitsfelder, die ich Ihnen ganz klar oder ganz kurz nachher aufzeichnen möchte, daraus eine engere Auswahl und dann daraus strukturieren, wie gesagt, ein enges Portfolio mit um die 30 bis 35 Portfoliogesellschaften, was unser oberes Limit ist, das wir nicht überschreiten wollen. Und mit dem Team von 6 Personen können wir ganz klar, glaube ich, in der Ideenfindung und vor allem in der Due Diligence für unsere Aktionäre und Kunden einen Mehrwert generieren, der sich dann, wie gesagt, über die Performance natürlich schlussendlich messen lassen will. Die Themenfelder auf Seite 15, links die Immunonkologie. Wie trainiere ich dem Patienten sein Immunsystem besser gegen Krebs in dem Sinne anzugehen, weil das ist unser klassischer Ansatz, den wir als jeder gesunder Mensch in uns tragen. Als zweiter Punkt die Lebererkrankungen, dann die Zellenerkrankungen. Das ist im Moment der größte Block in unserem Portfolio. Und dann zuletzt die zentralen Nervensysteme oder die neurologischen Erkrankungen, die wir vor wenigen Jahren begonnen haben auszubauen und die eine immer stärkere Rolle in unserem Portfolio spielen. Und nebst diesen medizinischen Themenfeldern haben wir heutzutage auch einen weiteren Blickwinkel, nämlich mit welchen Modalitäten, mit welchen Technologien lassen sich Krankheiten angehen oder in dem Sinne neue Therapeutika entwickeln. Und das Bild ist eigentlich hier die einfachere Aussage. Jeder kennt die Tabletten oder die Pillen. Die nimmt man meistens einmal täglich, manchmal sogar mehr als einmal täglich. Das heißt, sind kurzwirksame Substanzen, chemische Substanzen im Normalfall. Im mittleren Block sehen Sie die injizierbaren Medikamente, meistens subkutan oder eben als Infusion. Die wirken dann meistens etwas länger, sind häufig Biologikas oder dann eben schon diese sogenannten RNA-basierten Therapien. Wir haben es in der dritten Kolumne für Sie aufgezeichnet. Dort steigt meistens dann der Preis, weil hier schon andere Therapiefelder angegangen werden. Und zu unterst dann die Einmaltherapien, lebenslangen Therapien, die in dem Sinne rechts dargestellt sind, zellbasierte Therapien, Gentherapie, Geneditierung, wo eigentlich die Preisschilder häufig noch höher sind, aber vor allem für sehr schwerwiegende und seltene Erkrankungen tätig sind. Und ein solches Beispiel der chemischen Substanzen möchte ich erwähnen, weil wir hier weiterhin eigentlich einen Großteil des Kapitals angelegt haben, nicht nur wir, sondern die Industrie. Und hier handelt es sich um das Beispiel der Mukoviszidose. Und aus Zeitgründen kann ich leider nicht im Detail eingehen. Die Mukoviszidose ist eine Erkrankung, wo, und das sehen Sie unten rechts ganz schematisch und klein dargestellt, Sie sich vorstellen können, als Mensch haben wir 3 Milliarden sogenannte kodierte Buchstaben, dieser 4-Buchstaben-Code. Hier fehlen 3 Stück von diesen 3 Milliarden und das führt dazu, dass die Patienten einen Defekt haben, nämlich dass ein sogenannter Ionenkanal, der CFTR-Kanal, wie der heißt, nicht funktioniert. Und Sie sehen links diese kleinen Härchen, die gibt es überall auf den Epithelzellen im Bereich der Lunge, aber auch im Bereich des Darmes. Die können dann nicht mehr sauber funktionieren, weil was auf der rechten Seite dargestellt ist, wenn Sie diesen Gendefekt haben, oder vor allem die Kinder, die so geboren werden, leiden Sie darunter, dass dieser Chloridionenkanal nicht wirklich funktioniert und dass der Schleim, den wir in der Lunge haben, zur Reinigung der Lunge nicht wirklich funktioniert, sondern viel zu dickflüssig ist und die Kinder eigentlich an stetigen Problemen leiden, wie chronische Infekte, Schädigung der Luftwege, das sehen Sie unten dann kurz beschrieben, bis hin natürlich, dass die ganze Ernährung nicht sauber funktioniert und daraus Wachstumsstörungen entstehen.
Und viele der Kinder haben dann eine sehr verkürzte Lebenserwartung von eher 30 bis 40 Jahre durchschnittliches Leben, weil sie häufig dann an multiresistenten Infektionen schlussendlich sterben. Was hat die Celgene entwickelt? Sie sehen es auf der rechten Seite. Sie hat schon mehrere Produkte am Markt, nämlich Kaleideco, genau, und das Orkambi ist in unserem Portfolio schon seit vielen Jahren vertreten. Und die Firma hat Medikamente entwickelt, die auf dieses Eiweiß, auf diesen sogenannten Ionenkanal einwirken und diesen besser oder höher im höheren Grade herstellen lassen, als auch diesen Kanal, wenn er an die Oberfläche reicht, auch wirksam und aktiv betreiben lässt. Da gibt es zwei Medikamente, die sind wie gesagt schon am Start und die Gesellschaft hat in dem Sinne eigentlich schon eine enorm erfolgreiche Historie, behandelt hier schon einige 10.000 Patienten global. Sie sehen im 2018 etwa 3 Milliarden Umsatz und hat eigentlich im Moment eine enorm spannende Pipeline in dem Sinne, das sind sogenannten Triple-Kandidaten, also ein Dreifach-Kombinationsprodukt in der klinischen Entwicklung hat, dass die Patientenzahl nochmal mehr als verdoppeln wird, die man nicht nur behandeln kann, sondern mit einer enorm hohen und guten Wirksamkeit behandeln kann und den Patienten oder diesen Kindern, die damit geboren sind, einen fast normalen Entwicklungszustand oder eine normale durchschnittliche Lebenserwartung erzielen lassen kann. Und hier sind die Schätzungen, dass das Medikament irgendwo zwischen 7 bis 10 Milliarden dann machen wird. Das heißt, eine der best aufgestellten Gesellschaften bezüglich Umsatzwachstum, das wir im Portfolio haben, zumindest wenn man den Larger Cap Bereich anschaut. Und auf dem Slide 24 sehen Sie unsere Historie, die längerfristige Historie. Die bestand eben, dass man mit diesen Tabletten oder diesen chemischen Strukturen über viele Jahrzehnte eigentlich schon Medikamente entwickeln konnten. Antikörper und Proteine gab es schon länger. Dann 2005 eine deutsche Unternehmung, die wir im Portfolio hatten, namens Jerini im Peptidbereich, dann bispezifische Antikörper. Und dann sehen Sie eine große Ausweitung oder Verbreiterung der Technologien, die uns hier zur Verfügung stehen. Über die letzten 2-3 Jahre dann auch noch, wie gesagt, zuerst die zellbasierten, dann die Gentherapiegesellschaften und zuletzt die Geneditierungsgesellschaften, wo wir eine erste Position im vierten Quartal dementsprechend begonnen haben. Ganz kurz möchte ich Ihnen erklären, wie die sogenannten RNA-basierten Medikamente funktionieren. Ein schematisches Bild, das Sie ein bisschen an Ihren Biologiekurs wahrscheinlich oder an Ihre Biologiestunde erinnert. Oben links die DNA, unser Speicher der genetischen Information, der wird oder ist sehr, sehr stabil, sitzt in einem Zellkern verpackt oder fast schon versteckt. Und damit diese Information schlussendlich in Funktion umgesetzt werden kann, braucht sie sogenannte Messenger-RNA, also einen Botenstoff, der aus diesem Zell-Safe heraus die Information in den Zellbereich transportiert und dort in Funktion umsetzt. Der ist normalerweise nur kurzlebig. Und wie gesagt, heißt mRNA. Und Sie sehen dann auf der rechten Seite von dem Chart aufgeschlüsselt zwei zentrale Technologien, wie man diese Messenger-RNA vor allem blockieren kann. Das heißt, wenn es toxische Eiweiße oder toxische oder fehlende Funktion gibt, die zu viel ist, kann man über diese zwei Ansätze ganz klar in dem Sinne die Produktion oder die Funktion dementsprechend reduzieren. Ein Beispiel, das sehr, sehr erfolgreich war für uns als Investment, ist die Ionis. Das erwähne ich auch speziell, weil es unsere größte Portfolio-Holding ist im Moment. Die haben einen riesen Durchbruch erreicht im Bereich der spinalen Muskelatrophie. Das ist eine Krankheit, die glücklicherweise sehr selten ist. Sie sehen im Bildchen oben rechts dargestellt oder im Cartoon das Gehirn, wo eine zum Beispiel eine Aktivität oder eine Bewegung ausgelöst werden soll, leitet ein Signal über das Rückenmark und dann über die sogenannten Motorneuronen zu den Muskelzellen hin und sagt dem Muskel, bitte beweg dich dementsprechend oder eben nicht. Das ist eine zentrale Nervenfunktion. Bei dieser Krankheit, wo die Neugeborenen auf die Welt kommen, gibt es einen Defekt in diesem sogenannten SMN1-Gen. Das führt dazu, dass eigentlich die Motorneuronen absterben und die logische Konsequenz ist, diese neugeborenen Kinder werden nie lernen, ihre Muskelzellen oder ihre Muskeln dementsprechend zu steuern. Und sehen es unten dargestellt, die schwerste Form, die es gibt, wo dieses Gen vollständig fehlt und ein kompensatorisches Gen sehr wenig bestehend ist, führt dazu, dass die Kinder, die Neugeborenen, nach 10 Monaten ungefähr die Hälfte davon
schon verstorben ist, werden nach 20 Monaten ca. 90% dieser Kinder verstärkt. Die werden nie lernen, ihren Kopf zu heben, ihre Arme zu bewegen, aufzusitzen oder zu laufen. Also extrem schwerwiegend und aber ganz klar beschrieben aufgrund, was eigentlich das Problem ist. Und was gibt es jetzt von der Branche her als Ansatz? Auf der linken Seite die Gentherapie, die dieses fehlende Gen oder diese fehlende Funktion nimmt, in Viruspartikel einpackt und dann über den Virus den Neugeborenen zugeführt wird, dass sich das über den ganzen Körper verteilen soll. Und auf der rechten Seite sieht ein bisschen komplex aus und ganz, ganz klein angeschrieben das Nusinersen. Das ist das Produkt von Ionis, was von Biogen IDEC vertrieben wird. Das führt dazu, dass kompensatorisch nicht das SMN1-Gen produziert wird, sondern ein sogenanntes SMN2-Protein. Ich möchte aus Zeitgründen nicht auf die Details eingehen, aber Sie sehen unten ganz kurz beschrieben, zwei wichtige Punkte für uns. Das Spinraza ist das erfolgreichste Medikament, das im Bereich der Orphan- oder seltenen Erkrankungen zugelassen wurde über die letzten Jahre. Ende 2016 lanciert. Für 2019 schätzen wir einen ungefähren Umsatz von 2,5 Milliarden. Weil es keine Alternative gibt, will jeder Patient auf der Welt natürlich sofort oder sobald es geht auf dieses Medikament zugreifen können. Und der zweite Effekt, den es letzten Jahr im Portfolio für uns gab, war die Gentherapiefirma, ein möglicher Konkurrent von diesem Spinraza, der dann von Novartis für ungefähr 8,7 Milliarden übernommen ist. Das ist das, was ich Ihnen links kurz dargestellt habe. Aber wie funktioniert das Medikament? Das sehen Sie nur ganz kurz hier auf Seite 28 beschrieben, dass die Spinraza, dass man intrathekal, also man gibt das in die Spinal- oder Rückenmarkflüssigkeit, muss das dreimal im Jahr initiiert werden. Und Sie sehen auf der rechten Seite oder in der mittleren Kolumne, wie sich diese Neugeborenen, das sind noch kleine Patientenzahlen, aber wenn man die früh diagnostiziert, zum Beispiel diejenigen, die drei Kopien haben von diesem SMN2-Gen, dort hat man den besten Effekt, weil Sie sehen, nach 15 Monaten können 100% dieser Kinder aufstehen und selbstständig laufen. Das ist im Gegensatz dazu, dass die Kinder, wie gesagt, nach 10 Monaten sonst eine ungefähr 50%ige Mortalität haben, nach 20 Monaten nur eine 10%ige Überlebenschance überhaupt, und die werden nie zu diesen Fähigkeiten kommen. Also wenn Sie Kinder heutzutage genetisch frühzeitig identifizieren und dieses Medikament verabreichen können, haben eigentlich die Kinder eine enorm gute Zukunftschance, vielleicht nicht vollständig gesund zu sein, aber fast vollständig gesund sich entwickeln zu können. Also ein enormer Fortschritt. Das nennt man Breakthrough Medications, und die Medikamente bekommt man heutzutage auch häufig von der FDA diesen Status zugesprochen. Ein weiteres Beispiel, ich muss das Zeitfenster im Blickfeld behalten, ist im Bereich der Gentherapien. Hier wird nichts anderes gemacht. Sie sehen links im Cartoon dargestellt die genetische Funktion, die ersetzt wird, und auf der rechten Seite, dass diese Kinder dann, die eigentlich sonst ventiliert werden müssen, das heißt in der Intensive Care Unit, in dem Sinne beatmet werden müssen, hier nach einmaliger Gabe von diesem Medikament eine fast vollständig gesunde Entwicklung haben. Wiederum hier ein Vorteil von einem enorm teuren Medikament, das aber als Alternative, wenn es nicht bestehen würde, hätte, dass die Kinder eine sehr schlechte Zukunftschance hätten und enorme Gesundheitskosten sonst anfallen würden. Und der letzte Punkt, nur schematisch dargestellt, das sind dann die Genscheren oder die Geneditierungen. Hier sehen Sie mal eigentlich alle Firmen, die sich in diesem Markt tummeln und diese verschiedenen Technologien, die es gibt. Bei uns im Portfolio finden Sie jetzt seit dem vierten Quartal zum ersten Mal eine dieser Firmen, nämlich die Sangamo, und werden hier sicherlich weiter aktiv den Markt beobachten. Damit möchte ich aus Zeitgründen schon auf die Anlagestrategie und Philosophie kommen, unsere S-Kurve, wo wir nicht oder die ganz jungen Firmen auslassen und dann auf Firmen fokussieren, die klinische Daten schon als Beleg haben. Dort investieren wir dementsprechend aktiv, dort wo die S-Kurve diesen roten Zirkel schneidet, und begleiten dann die Firmen über eine lange Zeit, haben hier einen sehr langen Anlagehorizont und ganz wichtig für Sie einen sogenannten Return on Investment Zielgröße von 15%. Wenn Sie sich erinnern, auf unserem Langfrist-Track-Record ist es genau das, was wir eigentlich über die letzten 25 Jahre erzielt haben. Wie sieht das Portfolio aus? Sicherlich für viele, vor allem diejenigen, die mit Usage Guidelines zu tun haben, etwas erstaunlich, nämlich dass wir eine Gesellschaft haben, die klar über 10% gewichtet ist.
Einige weitere Gesellschaften, die ganz klar über 5% gewichtet sind, die wir als sogenannte Kernbeteiligung definieren. Und Sie sehen unten 10 neue Gesellschaften, typischerweise für BBB, die investieren hier 0,5-2% des Net Asset Values. Und die Firmen, die dann oben stehen, sind eigentlich alle schon mehrjährige Investments, die schon sehr, sehr erfolgreich unterwegs sind. Das schlüsselt sich auf Seite 34 links in die Themenfelder, die wir schon angeschnitten haben. Ungefähr 37% in seltenen Erkrankungen, die krebstherapeutischen oder Firmen, die auf Krebstherapeutika fokussieren, etwa ein Viertel. Und als drittgrößter Block die neurologischen Erkrankungen. In der Mitte 100% US-Dollar-Exposure. Wir haben im Moment eine einzige Unternehmung, nämlich die Argenex im Portfolio aus Europa, aus Belgien. Die kaufen oder handeln wir aber über den ADR, deswegen all unsere Aktie-Exposure im amerikanischen Markt. Und auf der rechten Seite ein Split in Large Cap Grau. Dunkelrot eigentlich unser Schwergewicht in diese größeren Mid-Caps. Und dann im hellröteren Bereich, also im dunklen grauen Bereich, vor allem dort, wo wir die neuen Anlagen machen, nämlich in Firmen, die unter 5 Milliarden kapitalisiert sind. Und zum Ausblick möchte ich Sie nicht mit den Meilensteinen hier erschlagen, aber Sie sehen auf der Seite 36 eine Vielzahl von positiven Nachrichten, die wir schon hatten im Portfolio. Ganz wichtig, dass es eine Vielzahl weiterer solcher Events gibt, also auch im zweiten Halbjahr 2019. Wenn wir hier einen Haken oder eigentlich einen positiven Fall haben, wird das für uns folgende Situation, dass wir davon ausgehen, dass über die nächsten 12-18 Monate all diese Produkte sich in ein oder diese klinischen Entwicklungskandidaten in ein Produkt ummünzen lassen, nämlich dann, wenn die amerikanischen oder europäischen Behörden zusagen. Und bis anhin gab es zwei für uns im 2019. Das Cabometyx von Exelixis hat eine wichtige Erweiterungsindikation zugelassen bekommen. Und ganz wichtig für uns, die Sage Therapeutics, einer unserer Kernbeteiligungen in der Zwischenzeit, hat ihr allererstes Produkt, das Brexanolone, für die schwere Wochenbettdepression zugelassen bekommen. Und das Ganze lässt sich rückwärts rechnen in unsere sogenannten Umsatz- oder in BBB-Tests Umsatzwachstum, das wir aus unseren eigenen Portfoliogesellschaften zurückrechnen können. Das ist natürlich eine synthetische Rechnung. Hier ganz klar deutlich über 20% Umsatzwachstum. Wenn Sie das vergleichen mit, wie gesagt, der Biotech-Branche per se, die etwa 10% wächst, und der Pharma-Branche, die 2-3% pro Jahr wächst, einer unserer wichtigen Hypothesen, wieso wir glauben, nicht nur absolute, sondern sicher auch relativ Performance erzielen zu können. Und damit möchte ich schon schließen mit dem letzten Slide, dem Slide 39. Für uns einer der spannendsten Sektoren, weil er natürlich durch Innovation in dem Sinne immer wiederkehrend neue Produkte kreiert, immer wieder neue Technologien hat. Es ist ein nachhaltiger Wachstumsmarkt aus unserer Einschätzung, der auch nicht zyklisch ist und der, wie gesagt, über die letzten 20, 25 Jahre ganz klar überproportionale Rendite erzielt hat. Wir glauben, wir haben ein attraktives Portfolio aufgestellt für unsere Kunden aus etablierten, profitablen Unternehmen, aber auch solche, die ganz klar von ihrer Pipeline abhängen und erwarten eigentlich für 2019 eine Vielzahl von ganz klaren und starken Katalysten. Und der letzte Punkt ist dann wiederum auf der Ebene von BBVA selber. Wie gesagt, wir können und dürfen bis zu 10% vom Kapital an die Aktionäre zurückführen, zahlen eine Dividende von 5%, was außergewöhnlich ist, weil die Wachstumsbranche Biotech inhaltlich eigentlich keine Dividende zahlt. Das ist eine strukturierte Dividende für unsere Kunden und haben ein Aktienrückkaufprogramm für den Fall, dass die BBB-Aktie von einer Prämiensituation wieder in eine Discount-Situation sich entwickeln würde. Und damit möchte ich mal schließen, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich weiß, es ist nicht immer ganz einfach, auf einen Call zuzuhören, wie man hier durch die Slides rauscht. Aber ich hoffe, das hat Ihnen ein bisschen Einblick gegeben, wie wir bei BBB wirklich arbeiten und über den Sektor und vor allem über unser Portfolio nachdenken. Ja, vielen Dank, Daniel, für deine spannenden Ausführungen. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse. Wenn auch in einigen Teilen recht wissenschaftlich, so ist bei mir hängen geblieben, dass wir doch peu à peu von einigen Geißeln der Menschheit, von einigen Krankheiten erlöst werden und dabei auch noch gute Wertentwicklung erzielen können. Wie erwähnt, ist dieser Call aufgezeichnet und sollte in den kommenden 1-2 Tagen auf unserer Internetseite www.bellevue.ch bzw. auf unserem YouTube-Kanal zum Download zur Verfügung stehen.
Fragen sind jetzt keine aufgetaucht, was vielleicht auch an dem Thema liegt, aber Sie können uns selbstverständlich jederzeit erreichen, zum Beispiel unter meiner E-Mail-Adresse hul@bellevue.ch, analog dazu bei Ihren bekannten Ansprechpartnern. Wir freuen uns auf den weiteren Kontakt mit Ihnen und wünschen eine erfolgreiche Restwoche. Bleiben Sie gesund, Ihre Bellevue Asset Management. Vielen Dank.